Ja, hallo, hier ist er wieder, euer Newsticker des Podcasts Schlagabtausch, den ich zusammen mit meinem Kollegen Timo Ickenroth durchführe und mein Name ist Dirk Brandt. Hier wollen wir euch über dieses Medium, über alle Neuheiten aus der Drums- und Percussion-Szene informieren. Und ich habe natürlich viele Sachen im Gepäck, also los geht's! Veranstaltungen. Ganz wichtig noch dabei, der Ticker kann als Video gesehen werden und natürlich auch als Podcast gehört werden. Das heißt, wenn einige Sachen vielleicht euch unklar sind, schaut unbedingt mal auf die YouTube-Kanäle vom Schlagabtausch von mir und von meinem Kollegen Timo Ickenroth herein, denn dort seht ihr den Ticker auch als Videobeitrag. Und das kann ja auch ganz lustig werden. Vom 3.10. bis zum 6.10. findet in Salzgitter das alljährliche Drummer-Meeting statt. Ich selber war schon ein paar Mal dabei und wer noch nicht dabei gewesen ist, unbedingt hingehen. Es ist eine Reise wert, denn ihr habt so viele hochkarätige Dozenten dort. Zum Beispiel ist dort dabei Gergo Borley, Dirk Erchinger, denn das Ganze wird auch mit dem Drumtrainer aus Berlin quasi in Kooperation geführt, mein alter Kollege aus L.A., dann Patrick Metzger ist am Start, Ben Flohr ist am Start, Petey Hecht ist am Start, Dudu Tucci, ein Trommler, den ich unheimlich klasse finde. Also ein brasilianisch-percussionistischer Trommler, aber der Typ ist unglaublich. Vom Charisma her und alles, also unbedingt für die Percussion-Leute hingehen. Dann ist am Start, Petey Hecht ist am Start. Dabei ist Jos Nickel, also ja, wer kennt ihn nicht? Ganz, ganz viele tolle Leute. Also das Programm ist wirklich unheimlich breit gefächert. Ihr seht aber hier jetzt auch noch im Videobeitrag einen kleinen Film darüber oder ihr hört ihn jetzt hier natürlich im Podcast als Audiofile. Also, hingehen, lohnt sich. Das Ganze, wer das ganze Paket bucht, ist bei 199 € dabei. Es gibt aber auch Tagestickets, es gibt Konzerttickets, die fangen ab 10 € an. Die Tagestickets liegen bei 60 €, wenn man zum Beispiel einen Tag nicht kann, nur den Samstag oder den Sonntag hin möchte. Also für mich ist wirklich Salzgitter eine Reise wert. Tolles Programm, was die dort auf die Beine stellen. Und besonders, ihr seid in einer kleinen, privaten Atmosphäre dort untergebracht mit viel gleichgesinnten Trommlern. Also unbedingt hingehen. Nun Werbung in eigener Sache. Am 12. und 13. Oktober führen Timo und ich unser Drumcamp durch, unser Schlagabtausch Drumcamp. Krankheitsbedingt mussten 2 Leute leider absagen. Das heißt, es sind wieder erwarten 2 Plätze im Drumcamp frei geworden. Also, wenn ihr in toller, lockerer Atmosphäre mit Nerds zusammenhängen wollt, dann ist es egal. Ihr werdet in 2 Gruppen eingeteilt. Das heißt, wir haben eine Anfängergruppe, wir haben eine fortgeschrittene Gruppe. Es ist für jeden was mit dabei. Die Gruppen werden getauscht. Das heißt, jeder hat nach 2 Stunden wechseln die Dozenten. Wir machen einige gemeinsame Aktivitäten. Also, wenn ihr noch kurzfristig Zeit habt, 12. und 13. Oktober, es lohnt sich und es ist besonders mit viel Spaß versehen. Spiel, Spaß, Spannung. Pur. Drumcamp Schlagabtausch im Herbst 2024. 12. und 13. Oktober. Firmennews. Firmennews, ja. Jetzt habe ich was ganz Besonderes von euch. Diesmal ist es mir zur Verfügung gestellt worden von der Firma Sabian von Pearl Drums Europe. Und zwar, es ist im Moment unheimlich trendy, Becken herzustellen, die einen typischen elektronischen Clap-Sound wie die typische 808, 909 reproduzieren können. Ganz viele Firmen haben dabei recht große Becken, gewölbte, es gibt die fancyste Formen darüber. Und auch Sabian ist da nicht untätig geworden und hat die sogenannten Compression Heads ins Rennen geworfen.
Buchneuerscheinungen. In der heutigen Buchvorstellung möchte ich euch die Bücher von meinem Kollegen Ralf Christian Schneider alias RC Schneider oder auch 360 Drums vorstellen. Ralf hat 3 Bücher geschrieben, und zwar Basic, Fortgeschritten und Advanced, oder wie soll man das sagen, nicht fortgeschritten unbedingt, vielleicht semi-professionell. Also ganz, ganz, ganz tolle Bücher, die es natürlich als Hardcopy gibt, aber auch als PDFs zum Downloaden. Ihr seht die Links natürlich wie immer in den Shownotes. Und das Interessante ist an diesen Büchern, sie haben so einen kleinen Lehrplan mit inbegriffen. Es gibt ganz viele Audio-Tracks, es gibt Videobeispiele. Sie führen euch wirklich an der Hand, wie man von A nach B kommt und so weiter. Toll aufgebaut, und auch durch die Audio-Tracks und durch die Videobeispiele habt ihr immer eine Referenz, mit der ihr euch vergleichen könnt. Und der Ralf Christian, das kommt demnächst noch, oder RC Schneider, so wie ich ihn eigentlich kennengelernt habe, der hat noch demnächst eine ganz, ganz coole Sache am Start, die gerade bei Kickstarter läuft. Und zwar sind das die Groove Cards. Da könnt ihr auch einfach mal reinschnuppern. Nämlich das Kickstarter-Projekt ist zu Ende, aber die Karten sind jetzt bald im Verkauf. Und von daher, das Weihnachten kommt schneller als man denkt. Da erzähle ich aber später noch was drüber. Jetzt wollen wir uns erstmal den Büchern von 360 Drums widmen. Und wer könnte die Bücher besser selber erklären, was er mit seinen Büchern so gemeint hat, wie er sie auffasst, als Ralf selber? Meine Intention war es, ein umfassendes und strukturiertes Lehrwerk zu schaffen, das für Anfänger, Fortgeschrittene und angehende Profis geeignet ist. Aufgrund meiner zusätzlichen Tätigkeit als Musikschullehrer kam mir die Idee, es ähnlich wie ein Schulfach in einem Lehrplan aufzubauen. Daraus entstand dann das Konzept und der Titel Schlagzeug lernen mit Lehrplan. Die Themen erstrecken sich teilweise über die 3 Bücher und werden je Buch natürlich immer schwerer. Es gibt aber auch Themen wie zum Beispiel das Schlagzeugsolo, welches nur in einem Buch behandelt wird. Mein Fokus war bei den 3 Bänden auch die Notenunterteilung. Im ersten Buch Basic geht es bis zu den 16. Im zweiten Buch Advanced liegt der Schwerpunkt auf den Sextolen und im dritten Buch auf den 32. Die Bücher decken die meisten relevanten Themen gut ab und man erspart sich das Kaufen vieler einzelner Bücher. Es sind genügend Übungen vorhanden, um einen guten Einstieg zu bekommen. Selbstverständlich wird weitere Lektüre trotzdem empfohlen, wenn man ein Thema besonders intensivieren möchte, wie zum Beispiel Jazz oder Latin. Die zusätzlich erhältlichen Audio-Tracks und Bonusvideos helfen beim Lernen, das natürlich immer von Vorteil ist, die Übungen und Grooves nicht nur zu lesen, sondern auch hören und anschauen zu können. Die zuerst auf Deutsch erschienenen Bücher habe ich später noch ins Englische übersetzt, um auch das internationale Publikum zu erreichen. Die Bücher gibt es als E-Book und Printausgabe. Viel Erfolg und Spaß beim Trommeln wünscht euer Ralf Christian Schneider alias RC Schneider. Eine mega interessante Sache auch gerade, dass es diese 3 Möglichkeiten gibt, mit den Büchern zu wachsen, vom Basis Medium zum Advanced Trommler. Also es lohnt sich, die Bücher einmal auszuchecken. Bei ihm im Eigenverlag bei 360 Drums sind sie erhältlich. Die Links in den Shownotes. Ja, ihr Lieben, das soll es auch heute schon mit dem Ticker gewesen sein. Wieder aktuelle News dabei. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Interessante Sachen, die im Moment passieren. Ja, der Sommer ist vorbei, es geht auf den Herbst, auf den Winter zu. Weihnachten kommt mit großen Schritten. In den Supermärkten finde ich schon überall Lebkuchenherzen. Mann, Mann, Mann. Aber die Zeit ist ja dafür da. Die esse ich auch tatsächlich ganz gerne. Ich hoffe, euch geht es gut. Passt auf euch auf. Der nächste große Schlagabtausch-Podcast kommt nächste Woche heraus mit einem tollen Interview. Lasst euch das gesagt sein. Ich verbleibe mit den besten Grüßen. Passt auf euch auf. Das war Dirk Brandt. Tschüss.